Das heutige Thema ist Meta oder Metta, wie es richtig ausgesprochen wird, scheinbar. Viele große spirituelle Lehrerinnen und Lehrer sagen, dass eigentlich unser natürlicher Herzensgeisteszustand Klarheit, Zuwendung, Freundlichkeit, Verbundenheit sei. Und das ist ja eigentlich in vielen spirituellen Traditionen ist das eine der Hauptaussagen. Oft wird das ganz einfach mit Liebe umschrieben. Liebe, Verbundenheit. Adi Ashanti, ein amerikanischer Lehrer, den ich schon mal zitiert habe, wenn ich mich recht erinnere, sagt, dass wir westlichen Menschen ein schon fast epidemisches Problem mit unserem Selbstwertgefühl hätten, weil wir tief in uns wissen, dass großer Friede und große Freiheit möglich ist, weil wir aber immer wieder erfahren, also unsere Erfahrung immer wieder mal eine andere ist, also weil wir immer wieder die Erfahrung von Abgetrenntheit machen, von nicht verbunden fühlen, kann es zu einem Gefühl führen, dass wir uns als Versager oder als Versagerinnen wahrnehmen. Also eigentlich wissen wir ganz tief, dass Verbundenheit der natürliche Herz-Geist-Zustand ist, aber was wir erfahren, ist immer wieder genau das Gegenteil, das Abgrenzen. Dass ich fühle mich abgegrenzt vom Rest des Lebens. Und das führt dann eben dazu, dass wir sehr selbstkritisch sind, dass wir uns selber verurteilen, dass wir uns selber nicht genügen. Dass wir immer denken, wir müssten noch besser sein. Wir müssten es endlich mal hinkriegen und dann seien wir glücklich. Dann würden wir dieses tiefe Gefühl von Frieden, von Liebe endlich mal erfahren. In einer Lehrrede Buddhas heißt es, hat er oder sie die Liebe und das Mitgefühl, die innere Heiterkeit und die Gelassenheit, das sind die vier herzerlösenden Brahma-Viharas, entfaltet, so ist beschränktes, das heißt ichhaftes, ich-zentriertes Handeln nicht mehr möglich. Deshalb hat er uns sehr ans Herz gelegt, diese sogenannten Brahma-Viharas zu üben, zu entfalten, diese Herz-Geist-Qualitäten. Brahma ist in der hinduistischen Mythologie einer der Hauptgötter und Vihara ist ein Aufenthaltsort, zum Beispiel ein Kloster wird Vihara genannt. Also Brahma, Vihara, das sind die Aufenthaltsorte der göttlichen Wesen. Sie werden göttliche Verweilstätten genannt. Buddha hat ja in einer hinduistischen Kultur gelebt, also ist in einer hinduistischen Kultur groß geworden und darum werden auch in buddhistischen Schriften viele Begriffe gebraucht, die eben auch im Hinduismus gebraucht werden, weil er muss ja in einer Sprache reden, die verstanden wird. Er konnte nicht einfach für alles neue Begriffe einführen. Also zu diesen Brahma-Viharas könnte man sagen, wenn diese Herz-Geist-Qualitäten vervollkommnet sind, bewegen wir uns in göttlichen Gefilden, also in himmlischen oder in herrlichen, in wunderbaren, in glücklichen Gefilden. Weil wir eben diese Qualitäten, diese göttlichen Qualitäten kultiviert haben. Also das sind Metta, eben die Freundlichkeit, das Wohlwollen, oft wird es liebende Güte genannt. Das zweite ist Karuna oder Mitgefühl. Das dritte ist die Mitfreude, Mudita. Und das vierte ist Gleichmut oder Gelassenheit, Upekkha. Jetzt ein kurzer Exkurs. Der Begriff Heil oder Heilung bedeutet Gesundheit, Ganzheit, Ganzheitlichkeit. Wir existieren nicht als separate, isolierte Wesen, sondern wir sind Teil eines Ganzen. Wir sind Teil einer Gemeinschaft, der Gemeinschaft des Lebens. Teil all dessen, was lebt. Und unsere Heilung besteht eigentlich darin, genau in diese Gewissheit hineinzuwachsen, dass wir Teil sind vom Ganzen, also dass wir eben nicht getrennt sind. Und die Brahma-Viharas sind Übungen, die das Bewusstsein, das Gefühl genau für diese Verbundenheit stärken. Mit diesen Übungen können wir genau das kultivieren, dieses uns dem Leben zuwenden. Und die
4, das sind eben die Metta, das Wohlwollen, das ist die Grundlage, die grundlegende Übung, überhaupt die Übung, uns zu öffnen, uns zuzuwenden, freundlich zu sein mit allem. Das heißt natürlich auch freundlich mit uns. Und wenn dieses Wohlwollen, diese Freundlichkeit, diese Offenheit auf Leiden trifft, irgendwo, in mir oder außer mir, außerhalb von mir, dann ist ganz natürlicherweise Mitgefühl die Folge. Weil diese Verbundenheit da ist mit dem Leben und dann Leid wahrgenommen wird, ist einfach Mitgefühl die Folge. Wenn diese Verbundenheit auf Freude trifft, Freude in mir, Freude außerhalb bei einem anderen Menschen, ist mit Freude die natürliche Folge. Wir freuen uns mit, weil wir sehen, dass ein Teil, ein anderer Teil des Lebens sich freut. Weil ganz einfach Freude da ist, können wir uns mit Freuden freuen. Und die vierte Qualität ist eben Gleichmut oder Gelassenheit, eine große Kraft, die uns hilft, mit allem im Leben oder allem im Leben mit gleichem Mut zu begegnen. Und diese Qualität schützt uns auch davor, beim Kontakt mit den anderen drei Qualitäten in Sentimentalität zu verfallen. Also diese Gleichmut, die Gelassenheit bewahrt immer ein Gleichgewicht, dass wir nicht versinken, zum Beispiel im Mitgefühl. Und die vier Qualitäten der Brahma-Viharas werden an einem Ort wie folgt illustriert, aus Bilder. Metta ist wie die Liebe idealer Eltern zu ihrem Kind. Einfach dieses Hingewendetsein, diese Freundlichkeit. Ist ganz klar, das ist mein Kind, ich bin dem zugewendet. Ohne Wenn und Aber. Zumindest zu Beginn. Karuna, das Mitgefühl, ist wie das Mitfühlen der Eltern für ihr krankes Kind. Das Kind leidet. Es braucht einfach unsere Zuwendung. Es ist ganz eine natürliche Hinwendung zum Leiden. Wir tun, was wir tun können, um das Leiden des Kindes zu mindern. Die Mitfreude ist wie die Freude der Eltern, wenn ihr Kind die ersten Erfolge in seinem Leben erfährt. Zum Beispiel gehen lernt oder Radfahren lernt oder die ersten Worte ausspricht. Einfach dieses Mitfreuen. Das Kind, das sich freut, ich kann stehen, die Mitfreude. Der Gleichmut wie die ideale Haltung der Eltern gegen ihrem Kind, das nun erwachsen geworden ist und seine eigenen Wege geht. Also Gleichmut hat auch einen sehr realistischen Aspekt. Wir tun, was wir tun können und lassen dann los in der Erkenntnis, dass wir auf die Folgen, auf die Ergebnisse nicht einen direkten Einfluss haben. Also gerade bei Kindern kann man das gut sehen. Die Eltern geben, was sie können. Manchmal ist das sehr gut, manchmal ist das halt nicht perfekt. Aber die Eltern geben, was sie können und dann muss man einfach loslassen. Irgendwann gehen die Kinder ihre eigenen Wege. Zuerst jahrelang klammern, wollen. Und dann kommt plötzlich das, tschüss, ich brauche dich nicht mehr. Und dann eben Gleichmut. Ah, okay, ich habe getan, was ich konnte. Also die Basis für all die Qualitäten ist die Metta, die liebevolle Güte, das Wohlwollen, Freundlichkeit. Eine Haltung der bedingungslosen Verbundenheit mit uns selber und mit allem, was lebt. Und auf das Bedingungslos komme ich dann wieder zurück. Sharon Salzberg, eine amerikanische Lehrerin, die sehr bekannt ist für ihr Metta-Lehren, die hat sehr viel mit Metta gearbeitet, auch in ihrer eigenen Praxis, schreibt in einem ihrer Bücher: Ich bin immer wieder überrascht, dass, egal wo ich lehre, und sie lehrt oder hat in vielen Ländern gelehrt, viele Menschen diese Geisteshaltung, eben die Brahma-Viharas, als Schwächen betrachten. Teilnehmende an Retreats sagen: Wenn ich liebevoll bin, werde ich dann nicht zulassen müssen, dass man mich missbraucht und verletzt? Oder: Für mich ist das Gefühlsduselei. Es ist doch nicht möglich, so zu leben. Und sie sagt dann weiter: Leider verfehlen solche Einstellungen die enorme Kraft, die in den Brahma-Viharas liegt. Denn sie sind die Quelle, die es uns ermöglicht, unsere tiefe Verbindung mit dem Leben selbst anzuerkennen und zu vertiefen.
Also wirklich eine tiefe Verbindung mit Leben. Und wir sind ja Ausdruck des Lebens. Das heißt einfach, uns wieder mit dem verbinden, was wir sind, was das Leben wirklich ist. In einem anderen Buch schreibt Sharon Salzberg über ihre Meditationsanfänge in den 1970er Jahren in Indien. Sie hat einige Jahre in Indien verbracht, dort schon, glaube ich, mit 18 ist sie aus den USA ausgezogen, nach Indien zu meditieren. Und ist durch ganz schwierige Zeiten auch gegangen, mit Krankheiten. Aber die haben einfach durchgehalten. Und sie schreibt, durch die Meditation wurden sich viele, es waren eben viele Westler da, sie schreibt, es sei eine richtige Völkerwanderung gewesen von jungen Westlerinnen und Westlern, die das Heil da gesucht haben. Also viele wurden sich zum ersten Mal ihrer Fähigkeit bewusst, Gutes zu tun. Und wir spürten Jubel, als wir eine völlig neue Verbundenheit mit allen Lebewesen entdeckten. Dieses Wissen würde ich für nichts eintauschen. Kein Geld, keine Macht über andere, keine Trophäen, keine Auszeichnungen. Also es muss eine ganz, ganz tiefe Erfahrung gewesen sein, dieses Verbundensein, diese Freude. C.G. Jung sagt, wo Liebe herrscht, fehlt der Wille zur Macht. Wo Macht herrscht, fehlt Liebe. Eines ist der Schatten des anderen. Das Ziel unserer Praxis dessen, alles, all dessen, was wir hier üben, ist Erwachen aus der Täuschung. Also quasi die Alternative zum Schlafwandeln, was wir so in unserem normalen Leben eigentlich tun, wenn wir genau hinschauen, weil wir eben immer wieder uns verlieren in unseren Täuschungen, in unserer Verblendetheit. Und dieses Klarsehen, das schulen wir eben durch Vipassana, klares Sehen von Unbeständigkeit, von Unzulänglichkeit und von diesem Nicht-Selbst, also dass es da keine inhärente, dauerhafte Existenz gibt. Und wir können günstige Bedingungen schaffen zum Erwachen durch die Hinwendung zu allem, was lebt. Eben zum Beispiel durch das Kultivieren der Metta-Haltung. Also durch die Metta schaffen wir günstige Bedingungen, um uns hinzuwenden, uns zu öffnen für das, was wirklich ist. Also die Metta ist eine sehr, sehr hilfreiche Qualität für die Vipassana-Übung, für das klare Sehen. Weil wir versuchen, freundlich mit allem zu sein, weil wir versuchen, uns allem hinzuwenden, nichts mehr auszuschließen aus unserer Erfahrung. In einem dreimonatigen Retreat vor einigen Jahren war meine Hauptpraxis diese Metta. Ich habe da eigentlich von morgens bis abends so ziemlich durch alles durch einfach diese Metasätze wiederholt. Und ich habe da auch viel versucht nachzuspüren und darüber nachzudenken, zu reflektieren, wie sich das eigentlich anfühlt, was das für mich ist, diese Meta-Haltung, was ist denn eigentlich für mich Freundlichkeit, Wohlwollen, und habe mich immer wieder auch gefragt, könnte ich das noch weiter kultivieren? Also ist das wirklich alles, was ich da erfahre an Hinwendung, oder gibt es vielleicht noch mehr? Und da während zu einer Reflexion kamen ganz spontan einfach diese paar Gedanken. Was kann ich geben, mit was kann ich dem Leben dienen? Anstelle von, was brauche ich noch, um glücklich zu sein? Das waren ziemlich genau diese Worte. Und das hatte eine erstaunliche Wirkung. Mein Geist, mein Herz, mein Körper waren einfach ruhig und zufrieden. Schlagartig. Es war einfach wie ein Reinfallen in tiefen Frieden. Allein dadurch, und das ist das Erstaunliche, allein dadurch, dass ich den Fokus von mir, ich, weggenommen habe, aufs Leben, also das ganze Leben angeschaut habe, statt nur mich. Also eigentlich hatte ich überhaupt nichts getan, außer mich aus dem Zentrum meines Universums zu nehmen. Mich nicht als Zentrum des Universums zu sehen, sondern das Leben zu sehen. Eine sehr, sehr kleine Bewegung, die sich für mich in dem so anzeigt. Einfach statt gegen mich, statt nehmen, geben. Und es kam mir dann gestern bei Isis Vortrag über das Vertrauen, das ist eigentlich genau überprüftes Vertrauen, genau das.
Am Anfang ist das Vertrauen, ja, die Übung, die scheint was zu nützen, die wird seit 2500 Jahren geübt. Viele Menschen haben das gemacht, man kann viel lesen, man kann viel hören darüber, welche segensreichen Wirkungen das hat. Und dann habe ich das geübt und ich habe selber erfahren, welches tiefe Glück möglich ist, einfach durch das mich öffnen, durch das mich dem Leben hingeben, statt vom Leben was zu erwarten. Und dieses überprüfte Vertrauen gibt natürlich wieder unglaublich viel Inspiration, weiterzumachen. Es ist eine eigene Erfahrung. Ich muss nichts mehr glauben, ich habe selber erfahren. Und eigentlich, das war dann nachher in der Rückschau, dass das Hingeben, dass das eigentlich mich verschenken, dass das zu so viel Glück führt. Weil unser allgemeiner Modus ist doch genau das Umgekehrte, die Hoffnung, dass wenn wir nur genug kriegen, dass wir dann glücklich sind. Das heißt, 99% der Zeit bewegen wir uns einfach im falschen Modus. Und wir müssen das nur einfach drehen. Das war die erstaunlichste Erfahrung, dass dieses Drehen überhaupt keine Kraft kostet. Es war nur ein Loslassen. Einfach ein mich, das Ding von ich brauche, loslassen. Eigentlich nur so. Und dann mach's natürlich nachher wieder so. Und eine sehr ähnliche Erfahrung können wir auch machen, wenn es um Dankbarkeit geht. Wir haben doch so, oder ich kenne das von mir, ich bin dankbar, wenn ich Glück erfahre. Also da ist Glück und dann bin ich dafür dankbar. Aber eigentlich ist auch genau umgekehrt. Wenn ich dankbar sein kann, ist Glück die Folge, die absolut natürliche Folge. Weil Dankbarkeit heißt Öffnung, heißt ich gebe mich hin. Und Glück ist einfach die scheinbar die logische Folge von diesem Hingeben. Dankbarkeit für einen Apfel, den ich in der Hand habe, oder Dankbarkeit für die schöne Farbe der Bäume, oder für die Gelegenheit hier zu praktizieren, überhaupt noch am Leben zu sein. Durch unsere Praxis können wir immer wieder genau das erfahren. Zu sehen, das selber erfahren, das Glück durch Loslassen, durch uns hingeben, durch Hinwendung geschieht und nicht durch Ergreifen. Ist immer wieder dasselbe. Sharon Salzberg noch einmal in ihrem Buch Metameditation. Wir können weit reisen. Wir können viele verschiedene Dinge tun, doch unsere intensivsten Glücksgefühle entstehen nicht, indem wir neue Erfahrungen anhäufen. Sie entstehen, wenn wir Unnötiges loslassen und wissen, dass wir immer zu Hause sind. Das wahre Glück ist nicht weit, es braucht nur eine radikale Veränderung des Blickwinkels unserer Suche. Der japanische Dichter und Zen-Meister Hakuin schrieb dazu, die Menschen wissen nicht, wie nah die Wahrheit ist. Sie suchen sie an entlegenen Orten. Welch ein Jammer. Sie sind wie Dürstende, die mitten im Durst, mitten im Wasser vor Durst aufschreien. Unser normales Glück, ebenso unser Alltagsmodus, ist, wenn wir Angenehmes erfahren, also wenn ein Sinneswunsch befriedigt wird, entweder was Materielles, das wir uns erhoffen, oder eine andere Sinneserfahrung. Das ist natürlich auch Glück, oder das kann auch Freude machen, aber die Erfahrung ist immer wieder, diese Freude, dieses Glück ist sehr temporär. Weil das Leben eben nicht dauerhaft ist, weil das Leben überhaupt nichts Dauerhaftes bieten kann, vergeht das Glück natürlich auch immer wieder, dass wir uns so zuführen. Und von Neuem begeben wir uns auf die Suche. Wir sind immer wieder am Suchen nach dem nächsten Ding, das uns Glück verschaffen wird. Ich brauche immer wieder mal das Beispiel von Kaffee und Schokolade. Ein Schluck Kaffee, wunderbar. Schön
ein gut warmer Kaffee muss natürlich sein, kein lauwarmer. ein Genuss. Und was taucht auf? Schokolade, ein Biskuit, ein Stück Kuchen. Es muss einfach noch was dazu. Kaum ist der Kuchen im Mund, geht der Geist wieder weg zum nächsten. Es ist die endlose Suche nach dem Glück, das immer außerhalb von uns liegt, scheinbar. Und weil wir das zutiefst wissen, weil wir schon tausend, hunderttausend Mal erfahren haben, dass uns das Glück immer wieder zwischen den Fingern durchrennt, ist eigentlich mit dem Verlangen gleichzeitig schon das Wissen verbunden und die Angst verbunden, das wieder zu verlieren. Weil wir wissen durch Erfahrung, dass wir es wieder verlieren werden. Also eigentlich ist die Frustration in jedem Verlangen schon eingebaut. Das ist klar, das hält nicht lange. Manchmal kürzer, manchmal länger. Und es ist ja auch schön, all das zu genießen. Aber das Festhalten ist das Problem, dass wir denken, dass das wirklich glücksbringend ist, dauerhaft. Nochmals Adyashanti zu dem Thema. Es gibt einen einfachen Schlüssel zum Geheimnis des Glücklichseins. Lass einfach alles los, was du vom gegenwärtigen Augenblick erwartest. Jedes Mal, wenn du an diesen Augenblick die Anforderung stellst, dass er dir etwas einbringen oder dich von etwas befreien soll, entsteht Leid. Deine Ansprüche halten dich an den Traumzustand des konditionierten Geistes gefesselt. Das Problem ist nämlich, dass dir völlig entgeht, was gerade jetzt ist, wenn du eine Erwartung hegst, weil die Erwartung in der Zukunft ist. Und genau in dem Moment, wenn wir in der Zukunft sind, das Glück in die Zukunft projizieren, sind wir nicht mehr hier. Verpassen wir alles, was genau jetzt hier ist. Und Buddha erkannte zutiefst, dass der Versuch, das Unkontrollierbare zu kontrollieren, uns eben nicht die erhoffte Sicherheit bringt, sondern uns im Gegenteil immer wieder leiden lässt. Wie Hakuin eben in seinem Gedicht antönt, dass wir in der hektischen Suche nach Wasser, mit dem wir unseren Durst löschen möchten, übersehen, dass wir schon mitten im wunderbar kühlen, frischen Wasser stehen. Also das Zauberwort ist eigentlich immer wieder das Jetzt, das, was wir im Vipassana versuchen zu üben, immer wieder mit der jetzigen, gegenwärtigen Erfahrung zu sein, egal wie sie ist, einfach hier sein, mit dem, was wir jetzt hier erfahren können und nicht in der Zukunft zu suchen. Jetzt ist es so, wie es jetzt ist. Und der eindeutig hilfreichste Geisteszustand, das ist meine Erfahrung, ist ein liebevoller, wohlwollender, zugewendeter. Und das können wir natürlich am deutlichsten erfahren, wenn wir auch immer wieder das Gegenteil mal sehen, selber spüren. Oder wenn wir die Gegensätze kennen, machen wir immer wieder selber die Erfahrung, wie sich das eben anders anfühlt. Und eben in der Vipassana-Übung geht es darum, immer wieder zu sehen, wie es ist, was ist. Und es geht aber nicht nur darum, klar zu sehen, sondern versuchen, eben in einer freundlichen, zugewendeten Haltung zu sehen. Ohne uns zu geißeln für Aspekte, die wir nicht gerne sehen. Die wir an uns nicht gerne sehen. Zum Beispiel die Ängste oder die Zweifel oder Wut oder Eifersucht oder Trauer, die wir vielleicht nicht so gern haben, weil sie nicht dem entsprechen, was wir gerne hätten, wie wir uns gerne sehen würden oder weil sie manchmal einfach unangenehm sind. Also dass wir auch wohlwollend, immer wieder versuchen, wohlwollend, freundlich zu sein mit unserem eigenen scheinbaren Versagen. Weil die unangenehmen Erfahrungen, die taxieren wir oft als Versagen, wir müssen es nur besser hinkriegen und dann gäbe es das Unangenehme nicht mehr. Also dass wir uns immer wieder als Versager, Versagerin fühlen, wenn wir nicht nur Angenehmes erfahren. Und weil unser Geist eine so starke Tendenz dazu hat, eben zu werten und uns selber kritisch zu betrachten, hat Buddha so sehr diese Übung der Brahma-Vihara empfohlen, dass wir unseren Geist ganz, ganz gezielt heilsamen Qualitäten zuwenden. Weil die schwierigen Qualitäten, das schwierige Sehen, ist eine natürliche Tendenz, das ist auch wichtig. Wir müssen
Evolutionär gesehen müssten wir Schwierigkeiten erkennen können, sonst wären wir schon lange untergegangen. Also unsere Vorfahren mussten immer gefasst sein, wenn sie irgendwo im Wald waren, da könnte ein wildes Tier um die Ecke kommen. Das heißt, Vorsicht, eine Gefahr vorausahnen, war überlebenswichtig. Und das ist so tief in uns verwurzelt, dass wir sehr, sehr viel mehr aufs Schwierige, auf mögliche Gefahren, auf Angst fokussiert sind, als aufs Offene, Weite, aufs Glück. Weil wenn unsere Vorfahren nur aufs Glück, aufs Schöne, aufs Weite, sag mal, blauäugig gewesen wären, dann wären wir nicht hier. Die hätten alle nicht überlebt. Also Buddha hat empfohlen, eben darum gezielt unseren Geist Richtung heilsame Qualitäten zu schulen. Und er sagte, womit sich jemand lange Zeit beschäftigt und nachdenkt, dahin neigt sich sein Herz. Also womit wir uns beschäftigen, dahin neigt sich unser Herz, ganz einfach. Wenn wir uns mit Ärger beschäftigen, neigt sich das Herz Richtung Ärger. Wenn wir uns mit Trauer beschäftigen, immer wieder, neigt sich das Herz, der Geist Richtung Trauer. Wenn wir uns mit Freundlichkeit, mit Wohlwollen beschäftigen, neigt sich unser Herzgeist immer wieder Richtung Freundlichkeit, Richtung Wohlwollen. Also wir setzen immer wieder Tendenzen durch das, was wir tun. Nicht, dass das determiniert ist, wenn ich jetzt zweimal sage, möge ich gesund und glücklich sein, dass dann Gesundheit und Glück die absolute Folge ist, aber ich wende mich immer wieder dem zu. Das ist das Entscheidende. Alles, was wir überhaupt erfahren können, ist in unserem Herzgeist. Wenn alle Wesen um mich friedlich wären, alle, aber in meinem Geist Ärger, wäre meine Welt Ärger. Die ganze Welt kann friedlich sein. In meinem Geist sind Ärgergedanken. Das ist meine Erfahrung, ist Ärger. Und es ist immer wieder gut, das zu sehen. Die Welt, die ich erfahre, die ist in mir. Klar gibt es außen ganz viele Bedingungen, die begünstigend oder sehr erschwerend sein können. Aber wie ich das erfahre, in welcher Form ich es wahrnehme und was daraus wird, das ist in mir. Das ist abhängig davon, wie mein Herzgeist geschult ist, zu was mein Herzgeist neigt. Also wenn ich Liebe, Wohlwollen erfahren will, muss ich dies in mir, in meinem Herzgeist kultivieren. Es kann mir niemand einpflanzen. Es können alle mich anlächeln, wenn in mir Ärger ist oder sonst was, dann ist in mir Ärger, dann können die lange lachen. Mit Metta ist nicht bedingte, eben bedingungslose, unbedingte Liebe gemeint. Also nicht, ich liebe dich, weil du so schöne Augen hast oder weil du so freundlich bist, weil die Liebe, die abhängig ist von den Bedingungen, zerfällt, sobald die Bedingungen sich ändern. Also sobald die schönen Augen mich nicht mehr so schön anschauen oder die Freundlichkeit nicht mehr so freundlich ist, zerfällt auch meine Zuwendung, wenn sie abhängig ist von diesen äußeren Bedingungen. Also Freundlichkeit, Wohlwollen, ein Gefühl der Verbundenheit, unabhängig davon, auf was es trifft, unabhängig davon, was und ob etwas zurückkommt. Das ist natürlich ein hoher Anspruch, aber das ist gemeint mit Metta. Einfach eben die Offenheit, wie die Offenheit der Eltern, von idealen Eltern zu ihrem kleinen Kind. Ich bin da für dich. Und manchmal macht es dann halt auch so, jetzt reicht's mir und jetzt musst du mal schauen, ich habe genug. Aber diese natürliche Zuwendung. Und eben das widerspricht auch ein bisschen unseren üblichen Tendenzen, so bedingungslos freundlich zu sein. Was, ich soll dir einfach freundlich, wohlwollend entgegentreten, wenn ich nicht weiß, was da entgegenkommt oder wenn keine Gegenleistung versprochen wird. Und da kann es helfen, dass wir, wenn wir das spüren in uns, oder wenn da so ein Widerstand ist, was ich muss da zuerst mal zumindest ein Abkommen machen, dass da dann auch was zurückkommt. Und da kann helfen, dass wir eben genau darüber nachdenken, über diese Mechanismen, dass wir ja die Freundlichkeit in uns kultivieren. Wir tun das primär
für uns. Wir machen unsere Welt freundlicher, wohlwollender, zugewendeter, offener. Die anderen haben dann im Idealfall in der Folge natürlich auch was davon, weil ich einfach freundlicher, offener bin in der Welt, in meinem Kontakt. Aber primär verändere ich meine Welt. Und manchmal müssen wir das einfach durchdenken. Also der übliche Modus ist Widerstand. Und auch das ist dann meine Welt oder das E. Ich fühle dann so. Ich leide unter meinem Ärger. Und erst sekundär die anderen. Also wir kreieren uns selber unser Glück, unsere Zufriedenheit, unseren Frieden, indem wir uns mit dem Leben verbinden, mit dem Leben in uns und um uns, statt uns abzuwenden. Hinwendung statt Abwendung. Also ganz konkret, das haben wir ja diese letzten Tage schon geübt, wir richten den Geist auf unsere gewählten, wohlwollenden Worte oder Sätze aus. Sobald wir merken, dass der Geist abschweift, dass eine andere Wahrnehmung ins Feld des Gewahrseins kommt, irgendwas denken oder hören oder riechen oder schmecken oder Körperempfindung, bringen wir die Achtsamkeit zurück zum gewählten Satz, zu unseren gewählten Wünschen. Und jede unabgelenkte Aufmerksamkeit, und das versuchen wir genau mit der Metta eben zu tun, also uns immer wieder zurückzubringen zu unseren Sätzen. Und das führt zur Sammlung, zur Beruhigung des Geistes. Im Visuddhimagga, das ist ein Kommentarbuch zu den Lehrreden, werden 40 ganz typische Objekte für die Sammlung des Geistes genannt. Und von diesen 40 sind 4 die Brahmaviharas. Also die, das Wohlwollen, das Mitgefühl, die Mitfreude und Gleichmut. Die Übungen in diesen 4 Qualitäten können zu tiefen Sammlungs-, zu tiefen Konzentrationszuständen führen oder Erfahrungen. Und zwar kann das bis in die sogenannten Jhanas, das sind Versenkungsstufen, werden die auch genannt, oder Absorptionen, weil der Geist dann sehr absorbiert ist in diesen Erfahrungen. Bis da rein kann das gehen. Einfach das Wiederholen dieser Metasätze, weil wir den Geist ganz bewusst nur darauf ausrichten. Es sind also 2 Aspekte, die wir üben. Das eine ist wirklich das Wohlwollen, diese Herzqualität, die wir kultivieren, die Freundlichkeit. Und das andere ist die Sammlung des Geistes. Und vielleicht habt ihr bei der Übung diese Woche auch schon bemerkt, oder ich befürchte es, dass auch hier Hindernisse manchmal auftauchen, dass uns das einfach manchmal nicht so leicht fällt, das zu üben, dabei zu bleiben und diese Freundlichkeit zu entwickeln. Alles in diesem Leben, auf diesem Planeten, vielleicht sogar in diesem ganzen Universum, hat einen Gegenpol. Denn sonst könnten wir gar nichts wahrnehmen. Also wenn wir nicht Traurigkeit kennen würden, würden wir Glück nicht kennen. Wenn wir Helligkeit nicht kennen würden, würden wir Dunkelheit nicht kennen. Also wir können das eine nur taxieren, weil wir das andere auch kennen. Sonst gäbe es das andere gar nicht. Wenn wir den Hass nicht kennen würden, würden wir die Liebe nicht kennen. Und Hass ist der sogenannte ferne Feind von Metta, von Wohlwollend, von liebender Güte. Fern, weil es eben genau der Gegenpol ist. Hass als Gegenpol von Liebe. Abwendung, Gegenpol von Zuwendung. Und weil wir uns durch diese Übung eben öffnen, weil wir weicher werden, weil wir nicht mehr so viel Widerstand haben, weil wir ganz bewusst eben uns hingeben, kann es geschehen, dass sich ab und zu während der Übung, wenn wir diese Metta praktizieren, diese Gegenkräfte melden. Und manchmal gar nicht so unbescheiden. Also es kann sein, dass ziemlich heftige Wutattacken sich zeigen in der Metta-Übung. Und meine persönliche Erfahrung ist, je länger das praktiziert wird, je intensiver, umso weiter, umso weicher, umso offener wird man und umso eher kann sich halt dann alles zeigen, weil wir die Widerstände abbauen, weil wir uns nicht mehr wehren
gegen das, was ich zeigen könnte. Weil einfach immer mehr Offenheit ist, immer mehr zulassen. Und dann kann es mal ziemlich heftig werden. Und wenn man das weiß, dann muss das einen nicht überrollen. Wenn es klar ist, das kann auftauchen. So die Gegenkraft kann sich eben zeigen, weil ich sie zulasse. Also Gegenpol, der ferne Feind ist Wut. Und es gibt noch Regungen, die auf den ersten Blick wie Metta, wie Wohlwollen, liebende Güte aussehen können, es aber nicht sind. Und das Typische ist Sentimentalität oder verlangende Liebe. Solange die romantische Liebe, also so angenommen ein Liebesgefühl zu einer bestimmten Person während der Metta-Übung, ich fühle mich hingegeben, ist wunderbar. Und solange diese romantische Liebe so verläuft, wie wir es uns wünschen, kann es sich sehr wie Metta anfühlen. Aber wehe, die Person, auf die sich unsere Zuneigung bezieht, verhält sich nicht mehr so, wie wir es uns möchten. Dann ist Leiden die Folge. Das heißt, wenn wir merken, dass wir leiden, wenn eine Person sich anders verhält, als wir es gern haben, wissen wir, es ist nicht reine Metta, es ist nicht reines bedingungsloses Wohlwollen, sondern eben bedingt. Die Person schaut nicht mehr so nett oder sie hat mal ein harsches Wort. Und dann macht so. Gerade wenn wir für eine schwierige Person üben, wir gehen ja durch verschiedene Kategorien durch, wir haben bis jetzt für uns geübt, dann für eine Wohltäterin, einen Wohltäter, also ein Mensch, dem wir ganz leicht Dankbarkeit empfinden, dann Freund oder Freundin, ein für uns leichter, weder romantisch verbundene Geschichte, aber einfach freundschaftlich zugewendet. Keine großen Schwierigkeiten, kein allzu großes Anhaften. Dann kommt eine neutrale Person, ein Mensch, den wir ab und zu mal sehen, Bushaltestelle oder eine entfernte Arbeitskollegin, ein Mensch, der eigentlich stellvertretend für alle sein könnte. Die nächste Kategorie sind dann die Schwierigen. Das heißt, wir steigern so langsam den Schwierigkeitsgrad in der Übung. Und gerade wenn wir für schwierige Menschen üben, gibt es ein paar Aspekte, die wichtig sind zu bedenken. Also, dass wir nicht gerade mit der allerschwierigsten Person beginnen sollten, sondern dass wir uns langsam an die Schwierigkeiten herantasten. Also, dass wir vielleicht am Anfang Personen wählen, von denen wir wissen, da kommt immer eine gewisse Irritation auf, vielleicht ein Nachbar, der immer, ich habe einen Nachbar, der ab und zu gern seinen Schnee auf unsere Seite schiebt. Und das löst manchmal Irritation aus bei mir. Er hat gern einfach seinen Müll woanders. Das ist jetzt für mich eine ideale Person, um Schwieriges zu üben. Weil ich habe keine Hassgefühle ihm gegenüber, aber ab und zu eine gewisse Irritation. Das heißt, mit solchen Menschen beginnen und dann vielleicht langsam, wenn wir noch schwierigere Menschen haben, dann können wir langsam den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Und vielleicht gibt es Menschen oder gab es Menschen in unserem Leben, die uns wirklich Leid zugefügt haben, unter denen wir wirklich gelitten haben. Da kann es sehr, sehr hilfreich sein, dass wir versuchen, die Handlung oder die Handlungen dieses Menschen oder dieser Menschen vom Mensch selber zu trennen. Also dass ganz, ganz klar ist, dass wir die Handlungen verurteilen, dass wir das nicht akzeptieren, dass wir vielleicht sogar klar wissen, ich will diesen Menschen nie mehr sehen. Ich werfe ihn also buchstäblich aus meinem Haus raus, aber ich versuche ihn nicht aus dem Herzen rauszuwerfen. Weil ich versuche zu sehen, dass auch dieser Mensch nichts anderes will, garantiert sicher nichts anderes will als ich, nämlich glücklich sein. Aufgrund von ihrer Konditionierung scheinbar einmal ab und zu oder immer wieder zu Mitteln greift, die nicht heilsam sind, die zu Leiden führen für andere, für sich natürlich auch. Also die zwei Aspekte versuchen zu trennen. Ganz klar, ich akzeptiere die Handlung nicht und ich versuche trotzdem den Menschen nicht aus meinem Herzen zu schmeißen. Und gerade wenn es Menschen sind, die mit denen wir wirklich Kontakt halten möchten, also ich habe mal gehört von einer Person,
Da war die Mutter sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig, hat sehr viel Leid verursacht. Und die meditierende Person wollte aber den Kontakt mit der Mutter nicht verlieren. Es war aber klar, die Person will die Mutter nicht mehr in ihrem Haus. Das geht nicht, sie ist zu schwierig. Und da war die Frage, wie kann ich sie im Herzen behalten und trotzdem eine klare Grenze ziehen? Das ist dann die Kunst. Und das, genau diese Haltung kann helfen, dass wir das Herz offen halten können, dass wir uns trotzdem auch zu diesen schwierigen Menschen zugewendet. Das heißt nicht, dass wir sie lieben müssen, dass wir sie überschütten mit Liebe, aber dass wir zumindest eine gewisse Offenheit halten können und gleichzeitig wissen, wie weit das geht, wie weit wir das zulassen können und wollen. Jetzt in der Übung, wenn wir diese nahen oder fernen Feinde der Metta als Gedanken oder innere Bilder wahrnehmen, also dieses innere uns sträuben gegen was oder diese Sentimentalität, wo wir merken, aha, das ist eigentlich bedingt, diese Liebe. Machen wir nichts draus, wir untersuchen das nicht, sondern wir kommen einfach zurück wieder zu den Sätzen. Die können sich immer wieder mal zeigen, zurück zu den Sätzen. Weiter bei unserer Übung bleiben, weiter auf der Spur bleiben. Also Metta heißt eigentlich alle Aspekte des Lebens. Primär mal alle Aspekte unseres eigenen Lebens versuchen mit Freundlichkeit, mit Wohlwollen zu akzeptieren. Pema Chödrön, eine in Kanada lebende Lehrerin, sagt, oder ein bekannter Begriff von ihr ist, geh an die Orte, die du fürchtest. Und sie sagt, Mitgefühl und Liebe machen uns verletzlich. Eben genau diese Übung, die macht uns verletzlich, weil wir uns öffnen, weil wir uns zuwenden. Es braucht einiges an Mut, uns auf diese Verletzlichkeit einzulassen. Wollen wir aber wirklich Nähe zu anderen Menschen und wollen wir das Leben intensiv spüren, führt kein Weg daran vorbei, uns unserer Verletzlichkeit zu stellen. Und Metapraxis ist eine enorme Ressource für schwierige Zeiten. Meditationspraxis, wie auch natürlich unser ganzes Leben, hat Höhen und Tiefen. Und wenn man keine Hilfe von außen hat, braucht man Hilfe von innen. Und das ist die Freundlichkeit, mit der wir unseren eigenen Schwierigkeiten begegnen. Also, dass wir die Kapazität und die Ressourcen in uns selber haben, uns unseren eigenen Schwierigkeiten mit Freundlichkeit hinzugeben, statt mit Widerstand. Christina Feldmann nennt Metta gern oder umschreibt das mit, auf Englisch, to be friend. Also sich anfreunden oder dabei bleiben können, daneben stehen bleiben können, statt davonlaufen. Nur schon das, daneben stehen bleiben können. Die Schwierigkeit neben mir stehen lassen können. Ohne davon zu rennen, ohne sie unter den Teppich kehren zu müssen. Und wichtig finde ich, wir beginnen immer da mit der Übung, wo wir gerade jetzt sind. Wir können nur mit dem üben, was uns jetzt zur Verfügung steht. Und wenn wir denken, es sei noch nicht perfekt. Einfach das, was wir jetzt haben. Und ich habe mal irgendwo gelesen, und ich finde, das passt da sehr gut. Tu, was du kannst, mit dem, was du hast, dort, wo du bist. Einfach das, was jetzt zur Verfügung steht. Mit dem können wir arbeiten. Alles andere ist Projektion, Fantasie. Noch zu ein paar Modellen, mit denen wir üben können. Und wichtig ist, es sind alles Modelle zum Üben. Es geht darum, einfach die Qualitäten von Freundlichkeit, von Wohlwollen, von Zuwendung zu kultivieren. Für alles, was lebt, für alle Wesen. Also auch wenn wir für uns selber, für Freund, für Wohltäter, für Neutrale, für Schwierige üben, sind das Stellvertreterinnen für alle Wesen. Das eine Modell sind wir jetzt am Üben. Eben durch die Kategorien durch und am Schluss auf alle Wesen ausdehnen. Ein Modell ist alle Wesen in allen Himmelsrichtungen, Nord, Süd, Ost, West und die vier Zwischenrichtungen und oben und unten. Also es ist dann einfach alles, was in allen Richtungen existiert, ist da eingeschlossen. Ein Modell, konzentrische Kreise bei uns beginnen und dann ausdehnen, soweit wir wollen. Alle im Raum, alle im Haus, alle im Dorf, alle im Kanton, im Land, in Europa, auf dem Planeten, im ganzen Universum. Einfach so ausdehnen. Ein Modell habe ich schon mal empfohlen gekriegt, Berufsgruppen.
Apothekerin, Bäcker, Coiffeuse, Drogist, Elektriker, einfach das Alphabet durchgehen, von A bis Z, Berufsgruppen wählen. Alle Apothekerinnen mögen gesund und glücklich sein. Alle Bäcker mögen gesund und glücklich sein. Alle Familienangehörige durchgehen, die Verwandten, die Bekannten, auch so, Kreise ziehen. Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen. Also alles Modelle, die helfen können, die Übung wach zu halten. Wenn wir lange etwas ein Modell üben, kann es sein, dass so routinemäßig wird, ein bisschen automatisch, dass wir nicht mehr wirklich dabei sind. Und dann kann es helfen, einfach ein anderes Modell zu wählen, um wieder Wachheit, Interesse, frisches Interesse reinzubringen. Und zum Schluss noch was Schönes, etwas weiteres Schönes, und zwar die 11 wohltuenden Wirkungen der Metta-Übung. Es lohnt sich wirklich, die zu merken. Also wenn man Metta nicht nur einmal einen Metta-Satz sagt, sondern wenn man das ein bisschen übt, du wirst leicht schlafen, leicht einschlafen. Du wirst leicht aufwachen. Du wirst angenehme Träume haben. Die Menschen werden dich lieben. Die Devas, Himmelswesen und Tiere werden dich lieben. Devas werden dich beschützen, also du bist beschützt von Himmelswesen. Äußere Gefahren wie Gift, Waffen und Feuer, heutzutage müsste man vielleicht Autos und Flugzeuge dazu nehmen, werden dir nicht schaden. Dein Gesicht wird strahlen, dein Geist wird friedvoll sein, du wirst friedvoll sterben, du wirst in glücklichen Daseinsbereichen wiedergeboren. Und gerade das Letzte, die glücklichen Daseinsbereiche, die können wir anschauen, von Moment zu Moment schaffen wir uns ein glückliches Dasein durch diese Übung. Das tönt doch irgendwie nach Paradies.